Kapitel 22 Die Israeliten brachen wieder auf und schlugen ihr Lager in den Steppen Moabs auf, gegenüber von Jericho, auf der Ostseite des Jordan. Als Balak ben Zippor sah, was Israel den Amoritern angetan hatte und wie groß das Volk war, bekam ganz Moab Angst vor den Israeliten. Das Grauen packte sie. Die Moabiter ließen den Ältesten von Midian sagen, »Nun wird dieser Haufen alles um uns herum abfressen, wie das Rind das letzte Grün auf dem Feld abfrisst.« Balak ben Zippor war damals König von Moab. Da schickte er Boten zu Bileam ben Beor nach Petor am Euphrat, wo Leute aus seinem Volk lebten, um ihn zu rufen. Er ließ ihm sagen, »Da ist ein Volk aus Ägypten herangezogen, das das ganze Land bedeckt. Es hat sich direkt neben mir niedergelassen. Komm doch und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu stark. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben. Ich weiß ja, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht.« Da gingen die Ältesten von Moab und Midian los. Den Wahrsagerlohn nahmen sie mit. Als sie zu Bileam kamen, richteten sie ihm die Botschaft Balaks aus. Der sagte zu ihnen, »Bleibt heute Nacht hier, dann will ich euch Bescheid geben, wie Jahwe zu mir gesprochen hat.« Da blieben die Abgesandten von Moab bei Bileam. Gott kam zu Bileam und fragte, »Wer sind diese Männer bei dir?« Bileam erwiderte, »König Balak ben Zippor von Moab hat sie zu mir geschickt. Da ist ein Volk aus Ägypten herangezogen, das das ganze Land bedeckt. Komm doch und verfluche es mir. Vielleicht kann ich es dann bekämpfen und aus dem Land vertreiben.« Doch Gott sagte zu Bileam, »Du sollst nicht mitgehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet.« Am Morgen stand Bileam auf und sagte zu den Fürsten Balaks, »Ihr müsst allein in euer Land zurück. Jahwe hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen.« Da machten sich die Abgesandten Moabs wieder auf den Weg. Als sie zu Balak kamen, sagten sie, »Bileam hat sich geweigert, mit uns zu gehen.« Da schickte Balak eine noch größere Gesandtschaft von Männern, die noch angesehener waren. Als sie zu Bileam kamen, sagten sie zu ihm, »So spricht Balak ben Zippor, lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ich werde dich reich belohnen und alles tun, was du von mir verlangst. Komm doch und verfluche dieses Volk für mich.« Doch Bileam erwiderte den Gesandten Balaks, »Selbst wenn Balak mir sein Haus voll Silber und Gold geben würde, könnte ich den Befehl meines Gottes Jahwe nicht übertreten, weder im Kleinen noch im Großen. Aber bleibt auch ihr die Nacht über bei mir, dann werde ich erfahren, was Jahwe mir noch sagt.« In der Nacht kam Gott zu Bileam und sagte, »Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu holen, dann mach dich auf den Weg. Aber du darfst nur das tun, was ich dir sage.« Am Morgen brach Bileam auf, sattelte seine Eselin und machte sich mit der Gesandtschaft Moabs auf den Weg. Da flammte Gottes Zorn auf.
weil er mitging, und der Engel Jahwes stellte sich ihm als Gegner in den Weg. Bileam ritt gerade auf seiner Eselin und wurde von zwei Dienern begleitet. Die Eselin sah den Engel Jahwes mit gezücktem Schwert auf dem Weg stehen. Sie wich vom Weg ab und ging auf dem Feld weiter. Bileam schlug sie und trieb sie auf den Weg zurück. Da stellte sich der Engel Jahwes in einen Hohlweg zwischen den Weinbergen. Links und rechts waren Mauern. Die Eselin sah den Engel Jahwes und drückte sich an die Mauer. Dabei drückte sie den Fuß Bileams an die Wand. Da schlug er sie wieder. Der Engel Jahwes ging nochmals ein Stück weiter und trat an eine so enge Stelle, dass es keine Möglichkeit zum Ausweichen gab, weder rechts noch links. Als die Eselin ihn sah, legte sie sich unter Bileam hin. Bileam schlug wütend mit dem Stock auf sie ein. Da ließ Jahwe die Eselin sprechen. Sie sagte zu Bileam: »Was habe ich dir denn getan, dass du mich nun schon dreimal geschlagen hast?« »Weil du mich zum Narren hältst«, schrie Bileam. »Hätte ich nur ein Schwert in der Hand, wärst du jetzt schon tot.« Das Tier erwiderte: »Bin ich nicht deine Eselin, auf der du zeitlebens geritten bist? Habe ich jemals so reagiert wie heute?« »Nein«, sagte er. Da öffnete Jahwe ihm die Augen, und er sah den Engel Jahwes mit dem gezückten Schwert auf dem Weg. Bileam verneigte sich und kniete sich hin mit dem Gesicht zum Boden. Der Engel Jahwes sagte zu ihm: »Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen?« »Ich selbst habe mich gegen dich gestellt, denn dein Weg ist ganz gegen mich.« Die Eselin sah mich und wich vor mir aus nun schon dreimal. Hätte sie das nicht getan, dann hätte ich dich erschlagen und sie am Leben gelassen. Da sagte Bileam zu dem Engel Jahwes: »Ich habe Unrecht getan, ich habe nicht gemerkt, dass du dich mir entgegengestellt hast. Wenn dir nun die Sache missfällt, will ich umkehren.« »Geh mit den Männern«, sagte der Engel Jahwes, »aber du darfst nur das aussprechen, was ich dir sage.« So zog Bileam mit der Gesandtschaft Balaks weiter. Als Balak hörte, dass Bileam zu ihm unterwegs war, zog er ihm bis zur Grenzstadt Moabs am Arnonfluss entgegen. »Warum bist du nicht gleich gekommen?«, sagte er zu Bileam. »Ich habe doch dringend nach dir geschickt. Kann ich dich vielleicht nicht angemessen belohnen?« »Nun bin ich ja hier«, erwiderte Bileam. »Ob ich aber wirklich etwas sagen kann, weiß ich nicht. Ich werde nur das sagen, was Gott mir befiehlt.« Bileam ging mit Balak bis nach Kirjat Huzot. Dort ließ der König Rinder, Schafe und Ziegen für ein Opfermahl schlachten und bewirtete Bileam und die Fürsten, die bei ihm waren. Am nächsten Morgen ging Balak mit Bileam auf die Baalshöhen. Von dort aus konnte er ein kleines Stück von Israel sehen.